Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei der Herr May. und bei dem Willandisch. in der Secret World. Heute wieder ohne den armen Lesrak Dark. Der ist zwar online, ich weiß gar nicht, warum ist er eigentlich denn hier? Der wird in Weiß es anderen nicht. Welten gerade unterwegs sein. Der ist auch, er ist frisch wach. Er schwebt in anderen Welten. Vielleicht kommt er später noch dazu, aber heute sind wir erstmal dabei, hier mit Leuten, die durch unser Bild springen, in Gefahrenstoffanzügen und merkwürdigen Hüten. Ja, sie wollen auch mal ins Fernsehen. Ja, ich habe hier meine zwei Police Officers mit mir dabei, mit goldenen Waffen. Nur die beste Ausstattung für mein Personal. Ja. Und wir müssen hier noch den Rest von Ägypten erledigen. Und zwar müssen wir hier rein. Zu Mont Neferet. Und dann noch zwei, drei Quests offen. Direkt mal die Nebenquest schon mal an. Und einst waren sie schön. Ist es wahr, dass es in Rom eine alte Stadt unterhalb der modernen gibt und dass in New York manche Gebäude bis in die Wolken reichen? Oh, das würde ich zu gern mit eigenen Augen sehen. In einem anderen Leben bin ich auch viel gereist. Ich kam bis zu dem Meer, dem das man Mittelmeer nennt. Ich war damals klein und es kam mir riesig vor, sogar noch größer als die Wüste. Jetzt bringt unser Vater uns Fotos. Und Postkarten. Griechenland, Athen 1974 mag ich am liebsten. Ich reise immer noch durch unseren Vater, verlasse aber nie diesen Ort. Diese einsamen Straßen, wo die Sonnenstrahlen brennen und der Wind sticht. Nach einigen Jahrtausenden lässt der Reiz des Neuen nach. Schwester, du weißt, ich teile dein trauriges Lied. Du hast meine Gärten mit deinen Tränen bewässert. Ist das wahr? Alles ist wahr, mein Kleines. Die Gärten waren wunderschön, wie auf einer Postkarte, bis das Siegel gebrochen wurde. Dann flohen die Tiere und die Palmen bogen sich unter ihren eigenen fauligen Früchten. Das ist Echnatons Werk. Seine Krankheit bleibt und schwert weiter. Unsere Mühen sind umsonst. Alles Wasser des Nils kann die schwarze Krankheit nicht wegspülen. Alle Wasser des Meeres. Sie kommt von unten. Und in meinen Gärten graben die, die Aton verehren, danach im Boden. Ich fürchte, was sie finden könnten. Ich auch. Bitte erzähl uns was von den Türmen in New York. Sind sie wirklich höher als die Pyramiden? Ja, keine Zeit, was über die Pyramiden und die Türme in New York zu erzählen. Da müssen wir lieber jetzt was anderes machen. Ruinen in der Nähe von Atonisten säubern müssen wir nämlich. Moment, welche Karte hast du denn hier aufgenommen? Moment. Aus Transsilvanien. Was Transsilvanien? Oh. Ich glaube, hier eine ganz rechts irgendwo. Ja, die sammeln, die führen uns hier überall quer durch die Pampa. Ja, ihr müsst das hier nicht annehmen. Wir müssen nicht. Ihr könnt. Wir sind doch Außer es deine ist voll ungewohnt, dass ich mal keine Nebenwaffe habe und nix hier. Ey. Voll rare. So, ja. Atonisten töten. SWAT-Team, auf sie. Wen muss ich denn heilen? Ich will heilen mal die Frau. Oh, sind ja beides Frauen. Knapp. Die mit den goldenen Waffen. Ah, ne, haben auch. Die mit den Westen. Ach ne, haben sie beide. Die mit Die mit dem der Rock. Sonnenbrille. Ach ne, Die mit haben sie dem auch. Rock. Ich glaube, die mit dem Rock hat genug Selbstheilung mit, oder nicht? Ja. Schauen raus, so. So, hier hoch. Ach ja, ich erinnere mich an diese Quest. Oh, du hast einen süßen Vogel mit. Wie heißt der? Ich brauche keinen Namen für ihn. Der ist Karl der Zweite.
Kalte. Warum kann ich nicht anklicken? Achso, ich muss erst warten, bis das eine kaputt ist da. Zap. Überlasten. Kam hier nicht normalerweise auch Gegners? Um naja, uns daran zu hindern? Ja, aber vorhin sind ein paar hier durchs Bild gesprungen und ich denke mal, die haben auch die Quest gemacht. Da kommen noch welche. So, Dodo. Oh, wen haben wir denn da? Der vielleicht, wenn die Aufnahme platzt. Hallo, Grezzard. Oh nein. Du bist live im Fernsehen. Also deine Stimme. Siehst du, er ist ja direkt wieder still. Das klappt ja. Sehr gut, ihr macht die alle platt und ich mache hier die Quest. Wie ein Ausgräber. So, tiefer in die Gärten vordringen. Huch, was war das? Der Hund hat gejault. Hat dann Furz lassen. So. Tiefer in die Gärten vordringen müssen wir in die Richtung, ne? Ja. Ups. Auch Eukalypt hat das Problem, dass sie manchmal unsichtbar wird. Ohne Grund und ohne Not. Überlastete Artefakte untersuchen. Auch das kein Problem, wenn man seine Leibgarde mit sich beischleppt. Autsch. Wie Autsch. Was ist denn los hier? Elektrischen Schlag bekommen. Du sollst doch nicht so nah bei mir stehen, wenn ich auch. Das ist eine elektrifizierende Lady. Da liegt Elementarverbot. Was? Ja, okay, heilen. Dann sind die nächsten Aufnahmen ohne mich. Es war schön mit euch, hat mich gefreut. Nein, wir lassen die Zuschauer darüber abstimmen, ob du weiter blitzen darfst. So, was haben die Kultisten denn hier wohl ausgegraben? Karts. Karts, kriegt jetzt einen auf den Sack. Ich schieße auf den Götzen, Dina. Okay. Jetzt auf den Karts. Oh ne, der ist schon tot. Danke, Terra. Die meiste Arbeit hat Willen der schon mal. Ein DPS-Meter sagt was anderes. Ja, wenn wir schnell fertig werden hier, dann könnten wir vielleicht in dieser Aufnahmesession euch noch die Ägypten-Instanz zeigen. Allerdings bräuchten wir dafür jemanden, der tankt. Und ob der Grezzard zuhört und mitmachen möchte. Warte mal, da kommt hier unten noch einer. Die läuft hier immer lang. Mal meinen Energy Drink hier schlürfen. Stirb, Götzendiener. Anbeter falscher Götter. Ja, kommt da, da ist er. Hinter uns. Ich dachte schon vor uns. Nee, nee. So, den Log und den Gaur müssen wir auch noch. Da so, folgt jemand dem Kleinen. Ja. Gau und Log.
seid ihr? Rechts unten ist der Lok. Okay. Ich habe hier übrigens mein Inventar neu angeordnet. So, dass ich jetzt immer direkt sehe, wenn irgendwas Neues aufpoppt. Oh, ich darf noch einmal drauf schießen. Wahnsinn. Liebe Kinder, das war der... Okay, jetzt ist er weg. Lock. Nicht mit eurer Spielzeugeisenbahn so umgehen. Das ist der Kranz. Den haben wir ja zuerst gemacht. Ja. Letzten zu finden ist immer... Da schießt er auf mich. Das... Wie? Was wagt er sich? Frechheit. Ne, ich sehe mal die Leviten. Eine Chance gegen mein goldenes Gewehr. Na, wo schießt du drauf? Da ist er. Dylan Dash hat den gefunden. Oh, ich hab angerufen. Irgendwas macht ihr falsch, wenn ich an. Nee, wir machen alles richtig. Ich bin nicht der Tank hier. So, den Tempel untersuchen. Der ist doch okay, dann muss man hier lang. War nicht so ein ekliges Spinnenvieh drin. Ich erinnere mich, dass es so war. Und hier die ganzen Spinnenweben sagen uns auch genau dieses. Heißt es doch schon. Tada! Und was haben wir gekriegt? Orakelwürfel. Gibt es eine Nebenquest? Ein Phylakterion. Nice. Da hinten ist auch noch ein Wissen. Rush der Villain Dash durchs Bild. Dafür sorgen, dass die Geister die Totenruhe finden, okay? Ja. Geister. Oh, hier hat jemand Loot liegen lassen. Geister. Ihr geht zu den anderen. Oh, ihr habt auch schon einen Geist da hinten. Cool. Ja. Aua. Da ist auch noch eine Uhr, ne? Mach sie auf. Ich nehme dich auch direkt ins Visier. Das sind wir ja von dir gewohnt. Was? Wenn du mit dem Sturmgewehr unterwegs bist? Jetzt. Ich will in der Sport Heilung. Da ist doch ein Gegner da. Hier nur umrennen. Ihr seid mir zu schnell! Wir sind Beschützer nun mal! Sehr gute Bodyguards habe ich hier. Ist unser Job? Einer noch.
Den hier nehme ich. Hat so ein bisschen was vom Pokéball. Geist, ich heile dich. Terra Elektroschock-Attacke. Was ist was Gelbes? Was anzuziehen? Oh, warte, den für Fahrradstoffanzug habe ich auch. Oder hier, wie heißt das hier? Der Champion oder so, der hat doch so ein gelbes Outfit. Ja, aber dann ist meine Weste weg und die ist so schön. Ja. So, von den Urnenberichten ist ja egal. Wir nehmen erstmal die blutbefleckte Klinge noch mit, weil wir heute ist ja auch die Daily, dass wir hier drei Nebenquests machen müssen. Ne? In Ägypten. Ich hol mal. Oh ja. Hört mal da unten, ich hol's runter. Aha. Wir müssen die bei der blutbefleckten Klinge. Na, eigentlich brauchen wir nur die oben killen. Ja, und dann müssen wir den rauslocken, oder nicht? Da kommt dann über die Brücke. Da ist Ash. Guck mal, da sind schon die Leute, die eben... Bist. Idioten! Schwindet aus meinem Let's Play. Schön sprechen. Also ich benehme mich noch, ne? Fluche nicht so viel und umgehe noch ein paar Sprüche. Wir müssen doch hier wieder... Der Lesrak ist ja nicht da. Ach so. Müssen wir das Niveau wieder irgendwie ein bisschen drosseln? Nochmals drosseln. Ich glaube, niedriger als letztes Mal können wir gar nicht fallen. Nach der 100. Folge. Komm, PvP. Nee, lass mal. War das ein Rare? Wo ist ein Rare? Nein, ich meine, war das ein Rare? Das ist der Typ, den wir hier herauslocken mussten. Das war, glaube ich, nur eine schlechte Mumie, die sie auch nochmal umgenietet haben. Okay. Die nicht wirklich wissen, was sie hier machen sollen. Gebt uns Mumien. Aber die haben den doch schon getötet. Da hinten sind Mumien. Da, zwei Stück. Drei Stück. Sie haben keine Sicht auf ihr Defensivziel. Villanesh kommt sofort wieder her. Und schon da? Reicht wohl nicht. Nee. Ach Leute, ihr habt die doch schon. Geht weg. Ja. Die wollen nicht, dass wir die Quest beenden. Im Gendlabor gibt es keine Mumien mehr. Naja. Mumien! Da sind welche! Ah. Auf sie mit Gebrüll! SWAT-Team! Wir haben keine Sicht auf ihr Defensivziel. Villandesh, wo bist du denn schon wieder? Mumien holen! Da ist er, da ist er, da ist er! Machen wir ihn fertig! Ignoriert die Mumien! Sehr gut! Das gibt ganze zwei Schwarzbarren. Reiche Ausbeute. So. Wohin muss ich jetzt eigentlich diese Sache da zurückbringen? Müssen noch irgendwo das Schwert schmieden, oder?
Von den Urnen berichten. Ich will mal eben von den Urnen berichten. Und dann kann ich nämlich gleich die nächste Hauptquest annehmen hier. Und dann machen wir die anderen nebenbei. Mit dem Schwert. Die Toten erheben sich. Willst du noch etwas spielen? Wir müssen auf Baba warten. Er hat versprochen mitzuspielen. Und er will uns von Los Angeles erzählen, wo man Sterne macht. Die Götter in dieser Stadt müssen aber sehr mächtig sein. Vater hat bestimmt keine Zeit, dir Geschichten zu erzählen oder eine Partie Senne zu spielen. Es geschehen derzeit wichtigere Dinge. Was kann wichtiger sein, als Zeit mit uns zu verbringen und von den Reisen zu erzählen? Solange wir zusammenbleiben, sagt Vater, ist alles in Ordnung. Er sagt uns, was wir hören wollen, damit wir dieses Schicksal erfüllen, bei dem wir nichts zu sagen hatten. Nefertari, er spielt deswegen mit dir, damit du glücklich bleibst und die Tiere beschützt. Und er erzählt deiner Schwester Geschichten über fremde Länder, damit sie Freude an Reisen hat, ohne je irgendwo hinzugehen. Und was macht er dann für dich? Er lässt mich allein. Jetzt bringt die Hand von Aton der Dunkelheit Opfer dar und erweckt die Toten. Und unsere Macht schwindet. Vaters perfekte Familie gerät aus den Fugen und er muss sie zusammenhalten. Ich vermisse Vater. Er wird bald hier sein. Versprochen. Du machst deinem Kind Versprechungen, die du niemals halten kannst. Glaube mir, eines Tages wirst du dich dafür hassen. Okay. Den Tempel untersuchen. Wo haben wir denn nicht gerade schon drin? Das ist ein anderer Tempel, wa? Also ich habe jetzt nur noch die Ansichtskarten frei. Das mit dem Schwert scheinen wir irgendwie automatisch jetzt gehabt zu haben mit dem Typi, ne? Oder gibt es, glaube ich, noch eine andere, wo man das Schwert schmieden muss? Ja. Die widerwärtigen Dingens töten und welkende Anbeter. Genauso. 5 von 6. Läuft. Ha! Sehr schön. Weiter in die Tempelanlage vordringen. Hier runter. Sehr schön. Sterbt. Ihr komischen Atonisten. So. Überträger und Anbieter der Opferung töten. Weit ist er. Ha. Was seid ihr? Ihr seid auch Überträger. Damit. Schön. Und ihr seid auch bereit. Hast du Terra gelassen wieder, Nash? Ah, hinter den Steinen kommt sie hervor. Noch da unten, ne? Hier oben gab es irgendwo auch noch eine Quest, glaube ich. Aber wir machen erstmal die Hauptquest da unten, ne? Angezeigt wird mir hier oben aber nichts. So, einen Sarkophag untersuchen. Ich bin ihn noch nicht. Ah, Symbol von Aton bestimmt. Moment, ich hole gleich und teile mit euch. Ich versuche mal einen Sarkophag, indem ich ihn zerstöre.
Noch mehr Sarkophage zerstören. Los, wieder ein Dash. Zerstöre Sarkophage. Zu schnell für mich. Ich wollte ja jetzt nicht sagen, fast willendisch. So, hier einmal drauf schießen. Weg damit. Da hinten ist noch einer, Villanesh, den müssen wir gerade machen. Den großen Sarkophag töten. Töten? Ich muss untersuchen, das ist bestimmt ein Übersetzungsfehler. Ich hab hier was im Schlepptau. Moment. Da Erde, Feuer, Wasser, Wind und Teilen. Akzeptieren. Ja. Herausfinden, was die Kultisten anzieht. Da müssen wir wieder nach oben. Ja. Yay. Treppe hoch. Rechts. Rechts rum? Okay. Rechts rum. Tun. Sehr schön. Opferaltar zerstören. Oh, Eiz. Ich habe Eiz befreit. Eiz flieht vor mir und meinem SWAT-Team. Oh, Terra muss geheilt werden. Moment. Niedlich. Ich werd geheilt. Ja. Kalypta kann sowas. Bisschen. Der Eiz wohl mit diesem komischen Geist aus der Akademie verwandt ist? Das stimmt. Scheint so eine Familiensache zu sein, dass man immer woanders hinfliegt. Nochmal flieht er vor uns. Los, stellt ihn. Sehr gut, und wir haben sogar eine Herausforderung abgeschlossen. Perfekt. Wenn das nämlich ein gutes Ende ist für diese Folge hier. Wir sehen uns, wenn wir gleich einen Safe Spot gefunden haben. Moment. Auf den Felsen ist bestimmt ein guter Platz, wo niemals ein Atomist hingeguckt hat. So. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal in der Secret World von eurem Koali und eurem Ilandesh. Und eurer Caramel. Und schon wieder die Frau zuletzt. Ja, das ist Standard jetzt. Das muss ich so machen. Das hat sich so eingewöhnt. Ja, das ist immer schlimm, ey. Das geht gar nicht.
Guck mal, wie böse sie guckt. Vielleicht beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Meow, 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 meow